Und damit, Kerl, Leute, was geht und herzlich willkommen zu Frustra Fakta. Eurem Lieblings-Gaming-Faktenformat, bei dem ich euch unnütze Fakten vorstelle und ihr ganz bestimmt was fürs Leben lernt. Fangen wir an. Benjamin Quinn aus Kanada hält den Weltrekord für das Durchspielen von Dark Souls mit den unterschiedlichsten Controllern. Das heißt, er hat das Spiel mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten durchgespielt. Darunter ein Controller, wahrscheinlich Maus und Tastatur, aber auch die DK-Bongos, eine Tanzmatte und eine Gitarre. Der Mann hat Hobbys. Das ist viel zu einfach. So viel zu das schwerste Souls-Game. Ja, ich war ja auch schon wieder durchgespielt. Ihr kennt doch bestimmt das Game Bioshock. Im Spiel Bioshock gibt es die Kraft Beherrschung. Wenn ihr die einsetzt, dann ertönt im Hintergrund so ein leises Flüstern. Wenn man das Flüstern lauter macht und rückwärts abspielt, hört man daraus Teile von William Shakespeares Romeo und Julia. Das ist doch mal mega krass. Einige Sounds aus Metroid 2, wie zum Beispiel wenn ihr pausiert oder das Treffen auf Endgegner, werden wiederverwendet in dem Spiel Wario Land Super Mario Land 3. Wer auch immer sich diesen Titel ausgedacht hat, komplett unnötig. Aber auf jeden Fall werden einige Sounds von Metroid dort wiederverwendet. Versteckt man sich in Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 mit Snape in einem Holzfass, dann kriegt man das Achievement Solid Snape. Eine kleine Anspielung an das Spiel Metal Gear Solid, in dem Snake, der Hauptcharakter, sich in einer Kiste versteckt. Das Lachen von Boos in Super Mario 64 ist tatsächlich eine höher abgespielte Version von dem Lachen von Bowser aus Super Mario 64. Hideo Kojima, einer der Entwickler von Snatcher, wollte, dass alle Floppy Disks, auf denen das Spiel ist, in einer Chemikalie getränkt werden, die bei Erhitzung nach Blut riecht. Das bedeutet, wenn man diese ins Laufwerk tut, fängt sie nach einiger Zeit an, nach Blut zu riechen. Damit wollte der Entwickler die Spieler noch mehr ins Geschehen mit einbeziehen. Die TARDIS, die Zeitmaschine aus Doctor Who, kann in Fallout 2 gefunden werden. Jedoch, wenn man sich ihr nähert, verschwindet sie mit dem typischen TARDIS-Sound. Boah, eine Zeitmaschine! Jetzt ist sie weg. In Japan wurde das Oberteil von Raymond blau verfärbt, weil im Japanischen lila als etwas Böses gilt. Sehr geehrte Passagiere, wir befinden uns nun an der Grenze zu Japan und werden bald landen. Wir sind gleich da. Oh Gott. Ich bin bereit. Die Fahrstuhlmusik aus Luigi's Mansion 2 ist die gleiche, wie wenn ihr Mario Strikers Charged Football für den Gamecube pausiert. Pausiert man Kirby's Dream Land, das allererste Kirby für den Gameboy, für 20 Sekunden, fängt Kirby einfach an zu tanzen. Wenn man in System Shock 2 am Anfang durch ein blaues Fenster guckt, sieht man draußen einen Androiden, der Macarena tanzt. Hey, Macarena! Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt... Drückt man im Title-Screen von Ratchet & Clank 3 alle Schultertasten, schaltet man die Demo von Sly 2 frei. Schließt man diese ab, verwandelt sich Ratchets Schraubenschlüssel in ein doppeltes Lichtschwert, wie das von Darth Maul. Portal 2 sollte ursprünglich keine Portale beinhalten. Nachdem sich Tester aber extrem darüber beschwert haben, dass diese eigentlich das Spielgeschehen verbessern würden, hat sich Warf dazu entschieden, doch noch Portale einzubauen. Wäre auch weird, wenn nicht. So Leute, Kampfhelikopter 4 ist fertig. Entschuldigen Sie, Chef? Ich hätte da noch eine Sache anzumerken. Ja, bitte? Das Spiel heißt der Kampfhelikopter. Und viele unserer Tester haben sich beschwert, dass es gar keine Helikopter im Spiel gibt. Ja, dann lasst uns in das Spiel halt noch Helikopter reinbauen. Tippt man in der PC-Version von Escape from Monkey Island das Wort Skull ein, erscheint der Totenkopf Murray und lacht. Fakten
Faktensturm. In dem Arcade-Game Donkey Kong hieß Mario noch Jumpman und war vom Beruf Schreiner. Bei ihrer Veröffentlichung war die Gameboy-Kamera die kleinste Digitalkamera der Welt. Michael Jackson hat am Soundtrack von Sonic the Hedgehog 3 mitgearbeitet. Die stärkste Waffe in Bad Day LA ist ein Nagelknipser. Falco Lombardi aus dem Spiel Star Fox ist eigentlich ein Fasan. Auf allen Projektilen von Halo 3 ist der Name des Protagonisten eingraviert. Der Prototypname von Sega für das allererste Sonic war Mr. Needlemaus. Der höchstmögliche Punktestand in Pac-Man ist 3.333.360. In dem Spiel Alice Madness Returns kann man einen Companion Cube finden. Alle Brieftauben aus Killer 7 wurden nach Bond Girls benannt. Die Toiletten bei Nintendo of America sind mit Peach für Frauen und Luigi für Männer beschriftet. Die Entwicklungszeit von Super Mario World betrug 29.000 Stunden. Das Pokémon Triftlon entführt Kinder und schafft sie in die Unterwelt. Und damit sind wir auch schon leider wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn ihr noch coole Fakten kennt, schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde sie dann auf jeden Fall in der nächsten oder übernächsten Folge mit einbauen. Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, empfehle ich euch auch noch, den Kanal zu abonnieren. Ich gehe jetzt rein, da es tatsächlich anfängt zu regnen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.